Was ist das für eine geniale Kastenkamera? So eine habe ich noch nie gesehen. Nennt sich eine Kodak. George Eastman, ein Amerikaner, hat sie letztes Jahr erfunden. Völlig mobil. Und das Schönste ist, sie verwendet den Rollfilm, den er erfunden hat. Damit knipsen sie alles, überall. Einfach ein Motiv suchen und klick! Es gibt keine Belichtungskontrolle, aber das ist ein fairer Tausch für die Fixfokuslinsen. Also kann jeder gute Bilder machen? Die Kodak wird die Fotografie verändern, Mr. Holmes. Aber sie ist nur ein Werkzeug. Sie bringt keine großen Fotografen hervor. Probieren Sie sie aus, wenn Sie möchten. Ist Ihr Geschick, Fotomontagen herzustellen, einzigartig? Es gibt noch ein paar andere, die das drauf haben. Warum macht man sowas, außer dem Reiz des Neuen? Geld, Mr. Holmes. Ich habe gehört, es gibt einen Typen im Westen, der scheffelt die Knete säckeweise. Gegen entsprechende Bezahlung montiert er seine Kunden auch mit berühmten Leuten zusammen, die sie nie kennengelernt haben. Wer extra bezahlt, bekommt sogar noch eine Lügengeschichte dazu geliefert, die das Foto erklärt. Mischen Sie Ihre eigenen Chemikalien und entwickeln Ihre Filme selbst? Nur meine privaten Schnappschüsse. Ich mische mir dann einen Alkali-Entwickler im Waschbecken. Was für eine Mischung benutzen Sie? Carbolsäure zum Reduzieren, Natriumsulfat zum Steuern der Entwicklung, dazu eine Prise Kaliumsalz gegen Schleierbildung. Dann fixieren Sie das Bild mit Wasser und Natriumtrisulfat. Sie kennen sich mit Fotografie aus. Nur ein paar der wichtigsten Details. Können wir uns an die Arbeit machen, Mr. Hemmings? Haben Sie mir denn ein paar Augen mitgebracht, Mr. Holmes? Sonst bringt uns das nichts. Und das ist nicht gut. Watson, kannst du uns helfen? Ich glaube, der junge Mann ist ein begabter Künstler, Watson. Aha, haben Sie jetzt auch den Pfeil namens Kunstkritik in Ihren Köchern an Fähigkeiten aufgenommen? Ich weiß, dass Sie meine Vorstellungen von Kunst für rudimentär halten, aber bitte bedenken Sie meine Vorfahren. Kunst im Blut kann sich in den merkwürdigsten Formen zeigen. Obwohl es nicht medizinisch bewiesen ist, könnten auch manche Einbildungen erblich sein. Wir sind wieder mal nicht ausreichend gerüstet für unsere Arbeit, Doktor. Eine allgemeine Beschreibung ist nutzlos. Sie haben ja schon bemerkt, dass wir wohl den Augenzeugenbericht des Flussschiffers brauchen. Der Teufel steckt im Detail, wie man so sagt. Stimmt zwar, aber man könnte ja ruhig auch mal Unrecht haben. Ja, das heißt, wir machen uns jetzt auf zu dem Flussschiffer, ja, und holen ihn nach hier? Solche Phantombilder werden in der Zukunft ein wichtiges Hilfsmittel bei Fahndungen sein, Watson. Ich bin sicher, dass Sie da recht haben. Die Frage ist, wird die Polizei so vernünftig sein, sie einzusetzen? Darauf würde ich lieber nicht wetten. Ja, dann machen wir uns mal auf. Weil das hat ja jetzt keinen Sinn, weil wir den ja nicht gesehen haben. Aber er... wo ist er? Hier, Needham. So, Mr. Needham. Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Needham. Würden Sie bitte mit uns kommen? Warum diesmal? Ein Maler braucht Ihre Beschreibung des Mannes, den Sie an der Nadel gesehen haben. Des dritten Mannes. Ich würde natürlich nicht erwarten, dass Sie das umsonst tun. Na, dann ist es okay. Eine Art Finderlohn. Solange das Biest nicht weiß, dass ich es war, der ihn beschrieben hat, er hatte so ein ganz gefährliches Aussehen. Naja, kein Thema. Aber das ist schon mal gut, dass der Augenzeuge, hilft. Wie? Bin sofort da. So, bist du mal fertig? Achso, er ist schon fertig. Nee. Ah, jetzt. So, Hemming. Hemming? Jetzt. Das hier ist Mr. Needham. Er hat die Person gesehen, von der ich eine Zeichnung möchte. Exzellent. Er und ich werden dann mal an die Arbeit gehen. Mhm. Needham, bitte beschreiben Sie den Gentleman, den Sie am Embankment im Profil gesehen haben, den dritten Mann. Ich kann nicht mehr sagen, als ich Ihnen schon erzählt habe, Mr. Holmes. Ein großer Mann mit ungepflegtem Bart und einer Art Fleck auf der linken Wange, korrekt? Das ist er. Geben Sie uns einen Moment, Mr. Holmes. Wir probieren was. Oh, Entschuldigung, natürlich. Ich schaue mich ein wenig um, ja? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dann können wir ja mit dem, wie ich das eben schon meinte, mit dem Bild, können wir ja dann wieder zum Daily Telegraph.
Also wieder zum Daily Telegraph und ihm das zeigen. Achso, er ist fertig. Okay, warte mal, Hemming. Was halten Sie von Needhams Beobachtungsgabe? Sehr präzise, vor allem bei der Gesichtsstruktur und den Proportionen. Es gab einige Problemchen, aber da haben wir uns durchgekämpft. Ich frage mich, ob diese Verfärbung eine Narbe sein könnte. Eine interessante Idee. Darf ich das Bild mitnehmen? Sicher. Ich hoffe, es hilft weiter. Ah, das ist sehr gut. So. Achso. Wollen wir mit ihm nochmal reden? Ich glaube, Sie haben sich sehr gut geschlagen, Mr. Needham. Mr. Hemmings sagt es auch. Seine Fragen zu diesem Mann haben mich an Sachen erinnert, die ich längst vergessen hatte. Bei Untersuchungen und im Leben ist es unmöglich, die richtigen Antworten zu bekommen, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt. Wäre der Job als professioneller Fotograf etwas für Sie, Needham? Was hätte ich denn da zu tun, Mr. Holmes? Man würde Sie dafür bezahlen, dass Sie sich Sachen anschauen und Bilder mit einer Kamera machen. Das meiste, was ich so sehe, würde ich lieber wieder vergessen. Würde man mich auch fürs Vergessen bezahlen? Nicht für das, was Sie gesehen haben, Sir. Dafür würde leider niemand bezahlen. Ja, dann sind wir eigentlich fertig, oder? Ja, sieht so aus. Gut, warte mal. Tasche. Hemmings hat mit seinem Bleistift Needhams oberflächliche Beschreibung detailliert zum Leben erweckt. Er ist ein außerordentlich begabter Künstler. Gut. Ja, dann auf zum Daily Telegraph. Und mal gucken, vielleicht erkennt der Typ den ja jetzt wieder. Hier. Dein Rat war unbezahlbar. Hemmings hat einem Allerweltsgesicht Individualität verliehen. Überrascht mich nicht. Er vollbringt Wunder. Ach nee, warte, wir müssen ihm das Bild zeigen, ne? Ah ja, der war unter meinen Kandidaten. Der Bart ist neu, wahrscheinlich falsch. Er hat dunkles Haar. Du bewegst dich in einflussreichen Kreisen, Sherlock. Oberst Erich Möllendorf, auch bekannt als der Wachhund. Er ist natürlich Preuße. Die Verfärbung im Gesicht ist ein besonders scheußlicher Duellschmiss. Hier sieht man nur einen Teil der Narbe. Sie ist riesig und er trägt sie wie eine Zornesmaske. Was ist er? Der Hauptagent und Faktotum des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Von glühender Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber und immer darauf bedacht, dessen Ruf unter allen Umständen zu schützen. Ein eiskalter Zeitgenosse. Ich frage mich, was er wohl in London treibt. Nichts Gutes, das kann ich dir versichern. Ist er ein offizieller Agent des Deutschen Kaiserreiches? Nicht direkt, aber ich habe einen alten Freund eingeladen, der uns dazu mehr sagen kann. In Anbetracht deiner früheren Äußerungen und unseres gemeinsamen Verdachtes dachte ich, er könnte uns sehr helfen. Ist das ein Problem? Nein, ich bin dir dankbar dafür. Deine Diskretion und dein Urteilsvermögen in solchen Angelegenheiten stehen doch außer Frage. Carter, würden Sie bitte reinkommen? Sherlock Holmes, Dr. Watson, Fairfax Carter, Attaché im Innenministerium. Okay, das ist sehr interessant. Also, dass das so ein hoher Typ ist, ne? Hier unser Verdächtiger. Ja, Holmes. Die grauen Haare und Koteletten des Attachés umrahmen ein ansprechendes Gesicht. Der großzügige Mund und die erstaunlich hellen Augen passen zu seinem offenen Gesichtsausdruck. Dass Friedman für seine Bona Fides bürgt, spricht für ihn. Ich habe Ihren Namen schon von Mycroft gehört, Sir. Friedman hat Sie informiert? Soweit er es konnte. Könnten Sie uns noch mehr Details mitteilen? Nein, Mycroft hat sich Geheimhaltung ausbedungen. Das werde ich respektieren. Es steht viel auf dem Spiel, vielleicht sogar die nationale Sicherheit. Wenn ich versage, werden Sie alles erfahren. Wenn ich Erfolg habe, werden Sie nie mehr erfahren, als Sie jetzt schon wissen.
Können wir uns auf dieser Basis einigen? Ich habe noch ein paar andere Informationsquellen, wie Sie sicher wissen. Ihre Hingabe an die Sache Ihres Bruders ist bemerkenswert. Ja, was weißt du denn noch? Sie haben gehört, was wir über Oberst Möllendorf gesagt haben? Ja. Wir müssen annehmen, dass dieser Preuße in eine Operation verstrickt ist, die sich gegen britische Interessen richtet. Ist es möglich, dass er mit dem Wissen und dem Segen des Kaisers und der kaiserlichen Regierung agiert? Ich glaube nicht. Ich hoffe inständig, dass dem nicht so ist. Er würde es nicht riskieren, er würde es nicht tun. Ihre Begründung? Der Kaiser versucht, die Machtbefugnisse und den Einfluss seines ärgsten Rivalen zu beschneiden, des Reichsmarschalls Otto von Bismarck. Bitte erläutern Sie das. Wilhelm zeigt überall in Europa seinen guten Willen und distanziert sich von der aggressiven Politik Bismarcks. Die Entdeckung eines solchen Planes würde seine Bemühungen zunichte machen, seine eigene Autorität auszubauen und den von Bismarck angerichteten Schaden zu reparieren. Außerdem ist er im Moment gut auf seine Mama zu sprechen, die Kaiserin Friederike, die den Kanzler verachtet. Schließlich und endlich würde er in dieser kritischen Phase niemals das Wohlwollen seiner Großmama Queen Victoria und all seiner Vettern aufs Spiel setzen. Wenn das keine offizielle Aktion war, was sind dann die Motive des Preußen? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich würde mal vermuten, dass er hier ist, um die Position des Kanzlers gegenüber dem deutschen Militär zu stärken und um seine Dominanz über den Kaiser wiederherzustellen. Ich verstehe. Möllendorf ist Bismarcks Geschöpf, kein Handlanger des Kaisers. Exakt. Können Sie mir helfen, zum Kaiser zu kommen? Ich weiß, dass er in London ist. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Dem Kaiser ist, wie der Zufall so spielt, Ihr Name und Ihr Ruf bekannt. Aber das wäre eine strikt private Angelegenheit. Es darf keine Vermutungen geben, die Regierung habe offiziell etwas mit Ihrer Untersuchung zu tun. Das ist zur Kenntnis genommen. Teilen Sie uns Zeit und Ort mit? Ich schicke Ihnen eine Nachricht nach Hause. Ja, das ist schön. Das ist sehr gut. Was für eine Art Mensch ist der Kaiser? Nicht brillant, aber aufmerksam und energisch. Hat die bedauernswerte Angewohnheit, von sich selbst in der dritten Person zu reden. Überzeugt, dass er zu einer auserwählten Schicht gehört, die von Gott für die Monarchenkrone auserwählt wurde. Und Bismarck möchte diesem Glauben eins auswischen. Korrekt. Als Junge ahmte er immer Bismarck nach. Jetzt erregt er das Missfallen seines Kanzlers, indem er Friedrich den Großen nachahmt. Letzten Endes halten wir ihn für weiser und fortschrittlicher als Bismarck. Die beiden werden mit Sicherheit mal aneinander geraten. Ne? Vielleicht ist das nach Ihrer Untersuchung jetzt schon passiert. Okay, ja, das war ja super aufschlussreich. Sehr interessant. Und dass wir jetzt auch eventuell da Zugang bekommen zu dem Kaiser, das wäre natürlich gut. So, Friedman, hast du noch was? Nein. Hast nichts mehr zu sagen? Watson, hast du noch was? Oh ja. Watson, Ihre blumigen Berichte über unsere Eskapaden scheinen ja doch einen gewissen Wert zu haben. Ihre Gabe, im richtigen Moment ein freundliches Wort zu verteilen, ist einzigartig, Holmes. Zum Glück. Ja gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell zurück zur Baker Street, weil wir hatten ja Wiggins losgeschickt, dass der mal rausfindet, wo dieser Typ ist. Und ich hoffe mal, dass wir hier eine Antwort... Ah ja, sehr gut. Eine Antwort bekommen von Wiggins. Hast du den Mann gefunden, den ich dir beschrieben habe, Wiggins? Ah, ich bin nicht sicher. Vielleicht ja. Bitte, berichte. Ich habe einen Kerl bei Whitehall gesehen, der es gewesen sein könnte. Schaute sich die Gegend an. Er nahm ein Taxi am Strand und ich hinterher. Aber ich hatte ihn im Gedränge verloren, da wo Kingsway auf Aldwych trifft. Ich habe nur diesen einen Blick erhaschen können und dann war er an mir vorbei. Tut mir leid. Braucht es nicht. Halt weiter die Augen offen nach ihm. Macht 1,06 Schilling fürs Taxi. Ja gut. Schade. Hätte er sein können.